Das ist der Jakob. Jakob ist das, was man einen Lebemann nennt. Gute Weine, gutes Essen, gute Desserts. Es ging viel um Kultur. Vor gut einem Jahr habe ich mit Jakob gewettet, dass er es nicht schafft, den Berliner Halbmarathon zu laufen. Und da habe ich ihm was versprochen. Wenn ich den Halbmarathon schaffe, dann kriege ich von Klaas ein Pferd. Also ich würde sagen, wenn du ins Ziel kommst, stehe ich bereits mit dem Pferd hinter der Ziellinie. Und als Jakob dann durch die Ziellinie gelaufen ist, habe ich mein Versprechen eingehalten. Ich habe mir aber überlegt, es gibt ganz viele Patenschaften, die man übernehmen kann, ja, für Seniorenpferde. Wie heißt der Gaul? Fix. Das sind also Fixkosten, die ich jetzt habe. Aber wie bei vielen Haustieren hieß es auch hier, aus den Augen, aus dem Sinn. Was ihm einst so lieb und teuer war, ist ihm heute nicht mehr so wichtig. Wie oft warst du denn deinen Fix schon besuchen bisher? Also ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt und dann habe ich aber gesagt, nee. Also, wir fahren da hin und dann musst du den so anfassen. Oh nee. Und dann, der beißt mich bestimmt. Der beißt dich. Der merkt auch, dass ich ihn nicht leiden kann. Wir fahren da hin und wir zeigen das bei Late Night Berlin, wie du Fix besuchst. Mhm. Was hältst du davon? Nix. So, wir machen das. Okay. Na, Jakob, bist du gut drauf? Freust du dich? Ja. Wir machen heute einen Ausflug, ne, zu deinem Pferd. Ja. So, komm mal rein hier in die gute Stube. Guten Morgen. Jetzt reicht's. Jetzt fahren wir zu Fix. Wobei ich mich schon gefragt habe, warum du mir nicht für mein Marathon-Seniorenpferd hast schenken können, was zum Beispiel in New York lebt. Ja. Weil dann würden wir jetzt an diesem Tag nicht irgendwo nach Niedersachsen fahren, no front, sondern nach New York. Aber es geht doch gar nicht darum. Es macht mich so verrückt, dass du immer wieder so deinen Vorteil suchst im Drumherum. Wir fahren heute zu Fix, zu dem Pferd. Ja. Und es geht einzig und allein darum. Alles andere ist scheiße. Wie kann man so wenig Liebe empfinden für Tiere wie du? Ich glaube, das besprechen wir mit meiner Therapeutin, wo das hält. Weil das ist mir wirklich komplett gleichgültig. Nee, gar nicht mal gleichgültig. Das stimmt ja gar nicht. Es ist nicht so, dass ich Tiere hasse oder so. Ne? Ist wirklich gar nicht der Fall. Ich denke, sie können da sein, aber ohne mein Dazutun. Erstens habe ich Angst vor Tieren, vor den meisten, weil die meisten beißen. Mhm. Und zweitens, ich ekel mich vor den meisten Tieren, weil die riechen ungut und aus denen kommen irgendwelche Flüssigkeiten. Und das finde ich fies. Kennst du das Gefühl, wenn es so nach Stroh riecht? Nee. Nein, kenne ich nicht. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich habe das Thema so vorbereitet, damit du dir besser vorstellen kannst, wie das ist in so einem Pferdestall. Deswegen habe ich dir hier schon mal ein bisschen sowas mitgebracht, dass du schon ein bisschen in so eine Pferdestimmung hineinkommen kannst. Du hast gerade gesagt, dass ich mir etwas vorstellen soll. Guck mal, Ferien am Immenhof. Was ist denn der Immenhof? Das ist ein Pferdehof am Fernsehen. Ich krieg jetzt schon ein bisschen Asthma. Du guckst da raus wie ein ganz fröhlicher Hamster. Warum möchtest du jetzt gar nicht Stroh haben? Weil du kannst dir das sicher schon vorstellen, wie das ist. Ne? Ich bin doch schon Pferdefan, ich zahle doch schon jeden Monat. Können wir eigentlich mal so eine Rechnung machen? Willst du das mal eigentlich sagen, was da alles rüber geht? Nicht. Weil was ich durchaus weiß, ist, dass du gerade so eine ganze Batterie an sehr teuren OPs aufbezahlen musstest. Für alle, die das vielleicht nicht mitkriegen, also es ist, so eine Patenschaft funktioniert folgendermaßen. Man übernimmt praktisch alle Kosten, die entstehen am und rund ums Pferd. Punkt. Das ist es im Grunde. Alles, was an Kosten entsteht, bezahlt er hier. Es hätte auch eine geile Uhr sein können, aber... Es ist echt verrückt. Also die müssten wir jetzt nicht besuchen. Doch, vielleicht in Zürich. Guck mal, was ich noch mitgebracht habe. Hier. Kennst du das noch? So. Hier ist der Jakob. Hallo. Der sitzt da schon in seinem Stroh. Ich bin jetzt der Papa in diesem Bild hier und der Papa, der spricht den Off-Text über diese Kameraaufnahme immer selber. Ja, das war mal. Ja, so. Ich kann hier mal einmal zeigen, wir sind hier auf der Autobahn. Und der Jakob war die ganze Nacht schon aufgeregt. Ne? Du warst da sehr aufgeregt, ne, Jakob, ja, die ganze ich Nacht. Ich konnte gar nicht gut schlafen. Ja, der hat gar nicht gut geschlafen. Ich muss zur Firma Pipi. Sag doch mal den anderen, wo wir heute hinfahren, Jakob. Zu meinem Fix, zu meinem Pony Fix. Zu deinem Fix, ne? Seniorenpferd. Und freust du dich denn schon auf deinen Fix? Ich freue mich total auf den. Ja, wir sind gleich da, ne? Hier ist so die Heimat von dem Fix, ne? Hier ist der groß geworden, hier ist der als kleines Pony, ist der hier zur Schule gegangen. Eigentlich war der Fix immer glücklich, aber es gab immer diesen einen weißen Fleck in seinem Leben. Wo ist Papa? Ach so, ja. Ja, wo ist Papa? Ja. Aber heute sieht er ja den Papa, ne?
Ja. Kommt der Papa wieder raus. Wie ist es eigentlich gekommen von dem Besuch meines Patenpferdes dahin, dass ich der Vater jetzt von dem bin? Bist der Vater, theoretisch. Das ist dein Pferd, du hast praktisch das jetzt übernommen. Ja. Bist der Vater. Sieht die Besitzerin vom Pferd das auch so? Na, die ist die Mama. Ist die Mama. So. Mit der zusammen hast du den gemacht. Also. Da wart ihr beide überrascht damals. Ja. Ja. Hat sie mir auch erst gar nichts von gesagt. Damals in Mitte der 80er Jahre, als auf einmal ein Pferd rauskam. Da ist die Sonja. Das ist er. Das ist die Mutter von Fix. Hallo. Ja, guten Tag. Bitte schön, guck mal, er ist schon richtig pferdemäßig eingesaut. Hallo. Das ist der Jakob. Hallo. Ja. Hätten wir denn die Möglichkeit, jetzt direkt mal zu ihm hinzugehen, weil die Vorfreude unbändig ist. Ne? Aber darf ich kurz sagen, ich würde jetzt auch anbieten, auch damit es nicht so ein Riesenschreck ist, dass ich hier warte und du mal guckst kurz. Nee. Nicht, dass ich habe immer Angst, dass das für ihn alles ein bisschen viel heute wird. Ja, jetzt gehen wir auch erstmal ohne Kamera hin. Nee. Nee. So, na Jakob, gleich ist soweit. Der große Moment ist gekommen. So ist es. Oh, da ist er schon. Oh. Da ist er ja. Guck mal hier, die ersten Momente mal ins Gesicht. Guck mal hier. Oh. Fix. Fix, du kleine Maus. Soll ich ihn mal holen? Ja, also gerne, ja. So, und da sind wir jetzt. Da sehen wir jetzt den Fix. Und er kommt jetzt das erste Mal zu seinem Jakob, ne? Jakob hier. What would you do? Na? Wo darf man ihn schreien? Wo du willst. Would you stand up and walk out on? Oh, baby, how you Also ich habe auch ein paar Geschenke für den Fix dabei. So ist es ja nicht. Ich war für dich ein KDW. Ich hätte hier eine Flasche Puligny Montrachet 2019. Ist ein wunderbarer Wein. An der Côte d'Or wird der gemacht. Da sind ja die großen Lagen, ne? Das weißt du ja. Und dann gibt es natürlich ein paar Macarons für dich vom KDW. Was sag mal, sind das weg? Das ist nicht gut für den. Darf er das essen? Er kann das nicht essen, nein. Was passiert dann? Ja, dann kriegt er eine Kolik oder sonst was. Ja, gut. Ja. Also schön, dass wir das mal gemacht haben. Würde ich sagen, mir war diese ganze Begrüßung, also dieses, weißt du, was mich am meisten gestört hat heute? Ja. Nee, Jakob, bleib mal eben hier. Was mich jetzt am meisten gestört ich hat... Ich finde es schön, dass wir das mal gemacht haben. Wir sind noch lange nicht fertig. Weil das war ein schöner Tag. Na? Du bist auch ein Freier. Und jetzt würde ich gern... ins Auto. Also, jetzt hör mal eben zu, bitte. Ich war sehr enttäuscht für mich in dem Moment, wo du Fix das erste Mal gesehen hast. Das war einfach also so unromantisch, wie es nur sein kann. Und ich finde, jetzt auch für die Aufnahmen hier, würde ich gerne das Zusammentreffen ehrlicherweise noch mal in einer Art und Weise machen, wie man es im Fernsehen besser präsentieren kann. Mhm. Noch nie hat Jakob seinen Pony Fix gesehen. Dies war, wie er heute empfindet, der größte Fehler seines Lebens. Jetzt endlich, nach 29 Jahren, soll die lange Zeit ohne einander ein glückliches Ende finden. So, Jakob, jetzt ist der Moment gekommen, auf den du schon dein ganzes Leben lang gewartet hast. Hier ist dein Fix. Jakob hat sich und seine Abscheu überwunden und sein Pflegepferd endlich besucht. Jetzt müssen die beiden nur noch einen Draht zueinander finden. Damit das klappt, habe ich mir was überlegt. Pferde, die kommunizieren ja über die Ohren, ne? Also Ohren anlegen heißt keine Lust und so weiter, ne? Was heißt denn jetzt die Zeichen? Ohren jetzt zum Beispiel hier? Was heißt das jetzt? Nee, jetzt hört er einfach nur nach jetzt hin. Hört er nach hinten, genau, ja. Ich habe jetzt hier was. Guck mal. Und hier mit den Dingern. Oh, nee. So nenne ich das. So, setzt man es auf, genau.
So, und jetzt kannst du hier mit diesen Dingern, kannst du deine Ohren praktisch steuern, ne, so. Das geht nur darum, ne? Das schwörst du mir. Ich schwöre es dir. Es geht nicht darum, mich hier auf ProSieben wie ein Idiot darzustellen. Warte mal. Es geht jetzt um Kommunikation. Es geht um Kommunikation. Und ich denke, dass das auch so ganz wissenschaftlich jetzt alles wird. Komm mal mit, weil du musst jetzt auch ankommen, damit das Gespräch auch richtig erst losgeht. Wie sage ich denn Hallo mit den Ohren? Ja. Mach dir doch schon mal auf Hallo-Stellung. Auf Hallo ist so. Das Halli-Hallo, glaube ich. Das muss auch hier so, ne? Das Halli-Hallo, genau. Ja. So, und jetzt? Jetzt los. Was soll das? Dass du auch klingst wie ein Pferd, wenn du kommst. Also, los. Sagt er schon was zurück? Ja, der sagt auch Hallo. Ja? Mit den Ohren. Dann sag ich mal, sag mal, wie geht's? Und sagt, was sagt er? Er sagt, er hat jetzt keine Lust mehr. Rauli sagt klar, er soll damit aufhören. Rauli, sag mir, das ist jetzt Schluss, okay, mit dem Witz. Ja, ist in Ordnung, ich verstehe das. Lass uns das mal da hinten besprechen. Er soll es jetzt lassen, Rauli. Er soll damit aufhören. Warte, ich verstehe dich. Ich komme mal kurz hier rüber. Stopp. So, was willst du mir sagen? Er soll das mit diesem Nissen da lassen. Mit den Pferdegeräuschen. Versteh dich so schlecht. Komm mal kurz mit. Und was stört dich? Du sag ihm das jetzt, er soll das aufhören. Okay, ich hab jetzt die Schnauze voll. Klar, Jakob möchte, dass du mit dem Geräusch aufhörst. Er muss dann bloß stehen bleiben. Dann hören die automatisch auf. Sag mal, der muss doch bestimmt auch was essen mal, ne? Langsam ist jetzt Mittag. Ja. Drei Dinger davon. Und dann kriegt er hier auch noch mal drei Becher. Da ist auch ein Messbecher drin. So, du musst jetzt hier bleiben, bis dein Essen fertig ist und dann kriegst du was. Wir haben ein ganz kleines Problem jetzt noch, was mir einfällt. Aber ich merke jetzt schon auch, dass der Hals sich auch so ein bisschen zuzieht. Warum? Von den Pferdehaaren. Das kann ja nicht sein, dass dir das jetzt gerade einfällt. Ne? Ich habe einen Attest auch dabei. Hab ich schon gesagt. Ja, zeig doch mal her deinen Attest. Ist ja wundersam, dass du jetzt einen Attest dabei hast. Das ist ein Attest für mich. Zeig's her. Es ist ein Attest. Geht's her. Weil mit dem Essen, das traue ich mir jetzt einfach nicht zu mit meiner Erkrankung. Ich ruf da einfach mal an und frag mal mit dem Attest. Nein. Muss ich rangehen? Nee, das ist bestimmt meine Mutter. Nee, Rauli, du kannst auch jetzt mal das Essen machen. Jetzt hab ich aufgelegt und jetzt hört das bei dir auch auf zu klingeln. Mal, guck mal, wenn ich jetzt noch mal anrufe, dann klingelt's wieder. Du machst jetzt das Essen für Fix und hältst jetzt dein Maul. So, hier sehen wir jetzt wieder Jakob. Jetzt das erste Mal hier das Essen macht. Das riecht nicht so lecker. Die geht da nicht so nah ran, das stinkt echt eklig. Aber ist denn noch so viel zu erleben im Fix, Rauli? Weil jetzt könnte klar so ein Fazit, die Sonne scheint schön. Kannst du den ganzen Tag hier hin? Nö, mir reicht das jetzt, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt ja auch schön, ne? Du hast so viel verpasst, so viele verschiedene Lebenssituationen hast du verpasst. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern, Klaas. Ich kann ja für meinen Film, können wir doch noch mal ein paar Sachen machen. Also Situationen, wo du eigentlich jetzt nicht dabei warst, weil du, keine Ahnung, im Büro warst als Vater. Viel gearbeitet. Viel gearbeitet und deswegen müssen wir das heute vielleicht mal im Schnelldurchlauf bestimmte Lebenssituationen mal dann doch noch mal nacherleben. Mhm. Okay? Ja. Ich war dir fremd. Ich war dir ähnlich, hab dich gemieden, doch auch gesucht. Ich habe dir viel zu verdanken, wir hatten Scheu, uns zu berühren, denn Zärtlichkeit war ein Tabu. So schwer, sich anzusehen, sich zu verstehen. Warum nur bleibt ein Schwer?
zwischen Vater und Sohn. Es war ein schöner Tag schon, ja, bis jetzt, ne? War wirklich ein schöner Tag. Ich meine, wer weiß, wann ich es mal wieder schaffe mit dem ganzen Arbeit und der ganzen Arbeit und ganzen Trubel immer auch. Ich habe eine Idee, wo du mit Fix noch mal so ein bisschen für dich sein kannst, ne? Okay. So, Fixi, komm. Wir drehen einmal um hier. Sonja, das hat mich sehr gefreut. Bis bald. Ich auch sehr gefreut. Ja. Das war schön bei dir. Ich bringe Fix noch mal zurück. Ich bringe ihn wieder zurück. Ich kümmere mich darum, Stunde, ja? Ne? Ja, auf jeden Fall. In einer Stunde nicht zurück mit Rufpolizei. Vor knapp einem Jahr ist Jakob in Berlin einen Halbmarathon gelaufen. Aber der Marathon, den ich meine, hat nicht an Kilometer 21 geendet. Er läuft ihn bis heute weiter und er hat Jakob zu einem kleinen Pony namens Fix geführt. Ohne Fix wäre Jakob nie über sich hinausgewachsen. Und ohne Jakob hätte Fix jetzt keine neue Hüfte. Fix, alter Kumpel, das war ein schöner Tag, ne? Weißt du was? Ich hab dich lieb. Auch wenn dir das egal ist. Ich hab dich gern. Und ich freue mich schon, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Nicht so schnell, aber irgendwann dann, ne? Und vielleicht ist das ja der Beginn einer wundervollen Freundschaft.